Hallo, hier ist wieder Papa Noob. Zuletzt haben wir uns gesehen auf dem Turm von Fierone oder Fierone-Turm oder wie auch immer. Und von da aus habe ich mich jetzt nochmal hier aufs vergessene Plateau teleportiert, weil man von hier wunderbar gucken kann, wo noch Türme sind. Ich sehe da oben einen. Da hinten, den haben wir schon. Haben wir. Und da geradeaus sehe ich noch einen. Mal gucken, ob ich da irgendwas erkennen kann. Da ist auf jeden Fall ein Schrein und ein Stall unterwegs und da vorne ist ein Turm. Ich denke, das ist unsere Richtung. Jetzt denke ich, ich gucke erstmal noch, was das hier unten ist. Okay, irgendwas Hohes. Okay, ab die Post. Dieser Turm soll unser nächstes Ziel sein. Ach, wartet mal, ich habe ja was vergessen. Wenn ich durch das Ferno gucke. Ah, das geht gerade nicht. Misty. Vielleicht landen wir mal hier, wenn wir da hinkommen, an dem Ding, was auch immer das sein mag. Mit ein bisschen Glück ist eine. Ach, nennt es noch ein Schrein, Jawolski. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen. Jawohl, Glück und da steht eine Kiste und sind 1000 Bombenpfeile drin. Naja, fünf Feuer. Warum sage ich immer Feuerpfeile? Ja, Feuerpfeile. So, warum habe ich hier diese komischen explosiven Fässer? Brauche ich die für irgendwas? Ich sehe da unten keine Menschenseele. Oh, shit. Ach nee, das sind nur Bockblins mit Bocklanzen. Komm schnell rüber. Da ist wieder Regen angesagt. Die Kiste nehmen wir noch mit. Was auch immer da drauf sein mag. Oder viel mehr drin. Da hinten ist ja auch noch ein Turm. Hilfe! Ein Bernstein. Ah. Besser als ein Tritt in den Allerwertesten. So. Jetzt habe ich natürlich dankenswerterweise vollkommen die Orientierung verloren. Da sind diese Zwillingsberge. Da waren wir schon. Also gehen wir jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung. Zu dem Turm da. Ach ja, da hinten war dieser komische Stall. Genau, da bewegen wir uns jetzt mal ganz flott hin. Schon wieder Flattermäuse. Stirb! Stirb nochmal. Wir haben ja ein Ungezieferproblem, würde ich sagen. Greift wenigstens von vorne an. Jawolski, und. Ja, wie, wo, was? Naja. Ein paar Flederbeißerflügel. So. Das stecken wir mal weg. Also wenn man sich wohin teleportieren muss, das dauert schon ziemlich lange. Was leuchtet denn da? Was leuchtet da? Was ist das? Okay, das ist ein Problem. Und die gehen mir auf die Nerven. Wie, mein Schwert ist zerbrochen. Mist. Sollte ich mal ganz schnell was anderes ausrüsten. So. Och, nehmen wir einfach das hier, was soll's. Jetzt bin ich wieder ganz desorientiert. Verdammt! Oh nein, Blutmond. Blutmond gefällt mir nicht. Das heißt, ich lege mich jetzt auch gar nicht erst mit dem Dicken da oben an, weil das bringt mir eh nichts. Geh weg. Ja, nix hier weg hier. Die stehen ja doch gleich wieder auf. Das ist das Blöde an dieser Blutmondnacht. Die stehen alle einfach wieder auf und ich bin so nass wie vorher. Verdammt, wo war der Schrein, den ich gesehen habe? Ach, da ist er ja. Dann müsste ja auch da vorne der Stall sein. Na, dann sehen wir zu, dass wir dorthin kommen. So schnell wie möglich. Dann sind wir in der Blutmondnacht wenigstens in Sicherheit.
Vielleicht schaffen wir es ja sogar zum Schrein. Und dann kann Blutbund Nacht sein, wie will. Dann sind wir im Schrein. Da sind wir, glaube ich, auch in Sicherheit. Was ist das denn? Ein Schleichwürmchen. Diese Insekten leuchten nachts. Das sehe ich. Als Medizinzutat erhöhen die fluoreszierenden Komponenten ihrer Körper die Konzentration und ermöglichen eine leisere Fortbewegung. Na gut, heimlich still und leise, das ist genau mein Ding hier. Ich mag keine Blutmondnacht. Schnell, schnell, schnell in Deckung. Stall am Fluss. Na, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Volle Deckung. Tja, jetzt bringt es nichts, mich weiter zu bewegen. Jetzt kommt eh erst dieser Käse. Boah, irgendwie macht einem das Angst, oder? Link. Oh, doch nicht. Egal, kann man das überspringen? Oh, man kann. Sehr schön. So. Okay. Noch ein bisschen Asche in der Luft, aber es passt schon wieder alles. Mir war doch eine Waffe kaputt gegangen. Vielleicht kann ich mir ersatzweise hier irgendwas mopsen. Ein Wischmob. Bin ich hier die Putzkolonne oder was? Nee, also beim besten Willen. Fliegt aber gut. Nee, lass mal stecken. Also so einen Schrott brauche ich. Leute, seht ihr, was ich sehe? Oh. Eine Holzaxt. Die ist mir sympathischer, aber guckt mal da. Der Dicke. Ihr Alter, wenn ich jetzt keine größere Tasche kriege, ne? Oho, so treffen wir uns wieder. Ich möchte zurück zum Wald der Crocs, aber ich habe mich verlaufen. Tja, du, ich weiß auch nicht, wo der ist. Ich habe die Leute im Stall sagen hören, dass wir hier im inneren Hyrule sind. Oh, dann muss der Wald der Crocs ja noch weiter nördlich von hier sein. Ja, kann wohl sein. Nun, da ich schon mal hier bin, kann ich auch etwas bleiben und mich ausruhen. Ah, warte mal. Oh, dieser Geruch hier. Riech ich da Crocs-Samen? Jawohl, riechst du. Du hast Crocs-Samen von den Kindern des Waldes erhalten. Wenn du mir Crocs-Samen gibst, vergrößere ich zum Dank eine deiner Taschen. Waffentasche? Ach, er will nur drei. Ja! Sehr schön. Bot. Sehr schön. Werde größer, Waffentasche. Ist es doch schon. Bogentasche. Können wir die auch noch größer machen? Wie viel brauchst du? Einen nehme ich doch direkt, Alter. Ach, guck mal. Jetzt leuchten die Rasseln grün und nicht mehr rot. Botsch. Okay. Jetzt habe ich noch einen Crocs-Samen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch viel für gibt. Außer vielleicht die Schildtasche. Blub. Tatsache. Okay, das war schon mal nicht so schlecht. Hä, jetzt sind die Dinger blau. Schreien. Ja, ist ja gut. Ja, okay. Können wir noch ein Schild mitnehmen. Wobei, ich glaube, ich habe noch nie ein Schild benutzt. Was mache ich mit dem überhaupt? Ich bin wahrscheinlich zum Kämpfen einfach viel zu blöd. Wahrscheinlich könnte ich das viel einfacher haben, aber egal. Moment, ich habe doch da hinten... Also da leuchtet irgendwas, aber ich traue mich da momentan nicht hin. Das ist ein Ausdauerpilz, den nehmen wir. Ich habe doch da hinten noch was leuchtet. Da ist auch ein Schrein. Okay. Wo ist der andere? Ach, da ist er doch. Meinen!
Mann, der schafft es nicht einmal quer über den Weg zu laufen. Vago Kata Schrein. Kata. So, einmal überspringen. Ah, wie Affe. Nochmal überspringen. Kyro oder Cryo oder wie auch immer das Modul heißt. Ziele mit Hilfe von, ja, was auch immer, unter dich, um eine Säule unter den Füßen. Moment mal, ich habe das doch mit der Bewegungssteuerung gemacht. Sieht schon mal groß aus. Okay. Die Stahlbrücke. What? Ah. Okay. Also das sieht für mich jetzt ganz einfach aus. Das hat so ein Gitter wie der Turm. Also kann ich da hochklettern. Außerdem habe ich da oben was leuchten sehen, das kistenartig ausgesehen hat. Ja, Wolski. Und ich habe vergrößerte Taschen. Ich kann es vielleicht sogar mitnehmen. Ein Bernstein. Okay, das wäre auch so gegangen. Okay, ich muss da drüben hoch, muss diese Brücke holen. Weil die Dinger sind hoch genug, um da drauf zu kommen, aber nicht hoch genug, um da drauf zu kommen. Das heißt, ich muss mir einen Turm bauen. Dann nehmen wir doch mal das Magnetmodul. Zack. Feuer frei. Komm. Na, nicht. Etwas wackelig. Na, da stelle ich mich mal lieber auf die andere Seite hier. Mist. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Scheibenkleister. Okay, ich bin zu doof. Jetzt machen wir es aber gleich so, dass ich es nachher nicht mehr so weit zu schleppen habe. Das heißt, wir packen den Schotter mal direkt hierher. Am besten noch halbwegs die Ecke. Genau. So. Dann den da oben drauf. Dreh und komm näher. Und wow. So. Volle Konzentration. Bums. Und den dritten. Na komm schon. Den dritten oben drauf. Und dann komme ich doch da oben dran. Und hüpf. Ach, wenn man so klettern kann, geht einem auch die Energie nicht so schnell aus anscheinend. Okay, das Ding muss definitiv hier runter. Die Entfernung reicht natürlich nicht, wäre auch zu einfach gewesen. Also ablegen. Dong. So, ziehen können wir den eh wieder nicht, nehme ich stark an. Naja, egal, komm, fall halt um. Oh, das war zu nah, das war zu nah, das war dumm. Nehmen wir das ungefähr hierher, hm? Na. Ja, das könnte von der Entfernung her passen. Jetzt nehmen wir den. Zu weit weg? Anscheinend. Nee, falscher Knopf. Oh Mann. Also wenn das so. Wenn ich so hin und her wackelt, dann probiere ich immer mit den Sticks zu steuern und ich krieg's einfach nicht hin. Das ist zum Verrücktwerden. Hä? Was ist das denn? Jetzt kippt der in Zeitlupe da drauf. LOL. So, ich da noch drauf. Komm. Der hat jetzt gleich gelegen. So, und jetzt noch das Ding irgendwie oben raufpacken. Und dann haben wir
eine Brücke. Oh. Hä? Es ist mal nicht runtergefallen. Tolle Sache, tolle Sache. So, ab hoch, dann haben wir den Schrein auch erledigt. Dann muss ich bei der nächsten Gelegenheit mal gucken, wo ich meine Zeichen der Bewährung wieder für ein Herz eintauschen kann. Also ich denke so, 7, 8, 10 Herzen sollte ich haben und dann sollte ich mal in die Ausdauer gehen, oder? Was denkt ihr? Gute Frage, nächste Frage. Falls jemand Lust hat, kann er das ja mal in einen Kommentar reinschreiben. Weil bis jetzt die einzigen Kommentare, die ich kriege, sind irgendwelche Amis, die mich darum bitten, auf ihrem Instagram-Account oder wo auch immer sie zu liken, zu verfolgen und möglichst ihre Musik zu benutzen. Und das interessiert mich jetzt mal überhaupt nicht. Es ist ein bisschen nervig, anscheinend wird man hier auch ziemlich zugespammt bei YouTube. Eigentlich eine bedauerliche Sache. Ich hätte ja gehofft, die tun was gegen so einen Blödsinn. Weil das interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Was mich interessieren würde, gefallen euch meine Videos eigentlich? Wenigstens ein bisschen. Also ich weiß ja, dass die ersten, insbesondere die mit den Thronproblemen, nichts waren. Und außer, was heißt nichts waren, noch sehr ausbaufähig. Und einige Kleinigkeiten gibt es immer zu verbessern, habe ich schon gemerkt. Also die Tonqualität, manchmal merkt man einfach, wenn das Mikro zu nah am Mund ist. Gut, wie gesagt, ich habe halt eben kein teures Headset. Klappt dann halt nicht immer so, wie es soll, aber ich denke so langsam. Naja, ich hoffe halt, man kann sich's einigermaßen angucken. So, also dieser andere Schrein, den ich gesehen habe, ich dachte, der wäre da drüben gewesen. Das leuchtende Teil da vorne ist weg, okay. Verdammt, wo ist der Schrein geblieben? Ach da. Na, da kommen wir auch so hin. Was ist das da hinten? Was? Ein dicker Baum? Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Nee, das ist nur ein kleiner Baum von einem großen Baum. Was bist du für einer? Hey da, Heda Reisender. Mal gucken. Das Ding probiere ich jetzt an dem aus, wenn er Niger ist. Oh Reisender, die Sterne sagen mir, dass du eine schwere Bürde trägst. Doch dein Blick auf das, was dich erwartet, könnte deine Sorgen mildern. Soll ich dir die Zukunft vorhersagen? Aber gern, du bist tot. Sehr gut, dann höre meine Worte. Wetten? Ich sehe Rot, ein sehr dunkles Rot. Ich habe noch nie eine schönere Farbe gesehen, so wunderschön. Es ist dein Blut, na klar. Stirb. Ja, du mich auch. Ah, komm, nimm die Waffe in die Hand, Mensch. Das Ding gefällt mir jetzt schon. Grill. Was? Oh, verdammt. Saft alle. Die Batterie ist leer. Oh, 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 oh. Kamerad, das machst du... Das machst du keine 32 Mal mit mir. Also diese Jiga-Typen gehen mir echt auf den Keks. Kopfsammler, nehmen wir mit. Die gehen einem echt auf den Keks, die Typen. Und das Einzige, was die können, ist schnell verschwinden und am Schluss kriegen sie doch aufs Maul. Aber dieser Elektrostab, der hat immer ganz ordentlich eine gewischt. Das war nicht so schlecht. Ich will doch noch meine Ninja-Rüstung wieder. Ah, mit der bin ich doch leise. Verdammt, der Schrein ist auf einer Insel? Ne, das ist mitten im Wasser. Was ist das für eine Nummer? Ach, uns fängt schon wieder an zu regnen. Das geht mir vielleicht auf den Keks, dieses Wetter. Hä? Ah ja. Da vergeht sich schon wieder einer an einem Mensch. Den legen wir kurzerhand um. Komm schon.
Ach, schrei nicht rum. Wer? Au. Jetzt reicht's. Ach, da bist du. Ja, wo ist er denn? Hey. Jetzt sind nur noch Fische da. Na, nehmen wir so lange den da. Musst du halt sterben. Blub. Schon ist er wieder da. Na egal, komm. Hebt mich mal alle hinten rum. Ich schnapp mir jetzt den Schrein da, wenn möglich. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Der Fluss sieht doch ziemlich breit aus. Und auf dem Bergklettern ist gerade mal wieder nicht drin, weil es zur Abwechslung ja mal wieder regnet. Na, eine Route, toll. Und da drüben ist ein Floß. Wunderbar. Da hilft's mir echt weiter. Oh Mann, haben die eine Reichweite. Hoffentlich schaffe ich das darüber, ohne abgeballert zu werden. Oh oh. Ziemliche Strömung. Na gut. Sie blühen so hübsch. Hä? Sieh nur wunderschön, oder? Ich habe rund um den Schrein herum Blumen gepflanzt. Du kannst sie dir gern aus der Nähe ansehen, sei nur vorsichtig, nicht auf sie draufzutreten. Au. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Test? Ich häng fest. Du darfst den Blumen nichts tun, das tut ihnen doch weh, um Gottes Willen. Also nochmal die ganze Nummer. Wo muss ich denn hier lang? Hier ist zu, da ist zu, da hinten geht's rein, da ist zu, naja gut, okay. Irgendwas Dummes kommt ja mit Sicherheit, also nehmen wir doch gleich mal das Schwert in die Hand. Und ich muss, ja, war doch klar. Und ich muss langsamer steuern, eindeutig. Weil bei meinem Talent, ah, hier ist auch zu, renne ich dann noch versehentlich in die Blumen rein. Und so wie ich das überblicke, sobald ich in die Blumen latsche, habe ich ein Problem. Ja, und du bist doof. Weg. Sobald ich in die Blumen latsche, muss ich, glaube ich, wieder von vorne anfangen. So, jetzt da lang und da lang und da lang und da lang. Oh, jetzt ganz langsam und vorsichtig. Geschafft. Na, das geht doch voran. Das überspringen wir mal ganz schnell. Bitte nicht betreten. Doch, ich gehe jetzt rein. Mhm. Nochmal überspringen. Hast du schon einmal das Magnetmodul auf eine Metallkiste in einem feindlichen Lager gerichtet? Der Versuch könnte sich lohnen. Ich glaube, irgendwo habe ich das doch schon mal probiert. Ach ja, genau, das war im ersten Schrein mit dem Magnetmodul, mit diesem komischen... Okay. Mit diesem komischen Nanowächter. Dem habe ich doch ein paar Mal die Kiste auf die Birne gekloppt. Ach, guck mal, da kommt eine Brücke geschwommen. Das vereinfacht die Sache etwas, oder? Ist ja noch irgendwie was drin, was ich brauche? Nö, komme ich da hoch? Ja. Ah ja. Aha. Wenn ich jetzt Glück habe und die Dinger kommen nochmal, kann ich ganz gechillt rüberlatschen. Kommt ihr? Wenn da jetzt keine neuen kommen, dann muss ich... Okay, ich muss nicht schwimmen. Ich muss nur darüber hüpfen, glaube ich. Hüpf. Okay, das schafft sogar ein Noob wie ich. Hüpf. Oh. Sogar ein Noob wie ich springt nur beinahe ins Wasser. Jupp. Jupp. Na, endlich. Bitte? Jetzt haben wir ein Problem. Wieso in drei Teufelsnamen komme ich da nicht rein?
Es wäre zu einfach gewesen, glaube ich. Hoch mit dir. Dann machen wir jetzt was ganz anderes. Ja, ist recht. Dann hoffen wir, dass wir auf dieses Floß hier draufkommen. Genau. Dann rüsten wir unser Cryo-Modul aus. Stellen uns gechillt hier hin. So. Na, ein Stück rüber, huh? Und zack. Spätestens jetzt sollte ich eigentlich da hochkommen. Na also, es geht doch. Oh, dann nehmen wir gleich mal das Magnetmodul, weil das sieht interessant aus und sehr schön geht nicht. Nochmal Cryo-Modul. Aha. Jupp. Eispfeil. Nicht das Schlechteste. Nochmal Cryo, oder wie das Ding heißt. Mist. Ich wollte das Fass eigentlich auffangen. Na, gehen wir halt hier rüber. Ich habe doch auch ein Bombenmodul. Und nach die richtige Richtung drehen. Werfen und rums. Schaffe ich das? Ich schaffe es. Wie? Das war alles? Sehr schön. Das war ein relativ einfacher Schrein. Da-da-dam. Ja. Gott sei Dank haben die da was eingebaut, dass man das überspringen kann. Es wird irgendwann, sagen wir mal, minder interessant. Aber ich glaube, ich schaff's schon wieder nicht bis zum nächsten Turm. Es ist erschreckend, wie groß diese ganze Karte hier tatsächlich ist. Das ist wirklich eine riesen Landschaft. Deswegen sind diese Teleportpunkte, so nenne ich sie jetzt einfach mal, absolut super. Weil je mehr man hat, desto schneller kann man sich von A nach B bewegen. Zum Beispiel, wo will ich denn überhaupt hin? Das sehe ich gar nicht. Gut, als erstes will ich mal hier raus und der direkte Weg, der andere Weg ist mir zu lang. Wie oft muss ich dir noch sagen, Vorsicht mit den Blumen, das sind auch Lebewesen, weißt du? Ja und, ich esse ja auch Pilze, da wohnen Schlümpfe drin. So, und jetzt? Aber sauber abgekürzt. So, mal gucken. Sehen wir hier noch irgendwo einen. Na, zumindest nicht eine Mordsbrücke. Sehen wir hier noch irgendwo einen Turm? Ey, war das der Turm, wo ich hin wollte? Da drüben sehe ich noch einen Schrein. Alter, sind hier viel. Geh mal weg. Ist tatsächlich schon der nächste Schrein. Gut, dann würde ich sagen, dann unterbreche ich hier kurz. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann probiere ich noch was aus zuerst, weil wenn ich das Ding hier aufmache und was markieren will. Zack. Und jetzt habe ich auf der Karte wenigstens mal eine Orientierung, wo ich eigentlich hin will. Dann renne ich nicht die ganze Zeit im Zickzack. Das könnte ganz hilfreich sein. So. Okay. Zu diesem Schrein gehen wir als nächstes. Das heißt, ich beende hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.